So, wenn der Fokus jetzt nicht stimmt und dieses Drumherr wieder ausgeht und deswegen mein Audio-Recording ausgeht, dann kriege ich echt das Kotzen. So, wie ich vorhin festgestellt habe, ist es schon bereits wieder 7 Monate her, dass ich mein letztes Video selbst geschnitten habe und hochgeladen habe. Also ich war zwischendrin mal auch wieder in Videos dabei und in einem Talk, glaube ich. Aber das letzte, das ich gemacht habe für den Channel, ist tatsächlich 7 Monate her. Was als ganz dezente Kreativpause, wie es vielleicht zu bezeichnen wäre. Naja, aber darum sollte es auch gar nicht groß gehen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich wollte hier frohe Neuigkeiten überbringen. Also zumindest mich freuen sie sehr und vielleicht den einen oder anderen von euch auch. SoundCloud ist schlussendlich für Windows 10 und die Xbox draußen. Warum sollte euch das interessieren? Nun, einerseits vielleicht, weil euch SoundCloud gefällt, so wie mir, und ich die SoundCloud-App und alles ganz cool finde und ihr dann schlussendlich damit an, sowohl an der Konsole im Hintergrund hören könnt, während ihr irgendwas zockt, was mich vor allem, was ich sehr cool finde, als auch am Windows 10 PC. Aber am Windows 10 PC kann man doch auch die Website benutzen. Natürlich kann man auch die Website benutzen, aber die Website hat einen ganz dezenten Nachteil. Und zwar, dass ihr nicht die Skip-Button benutzen könnt an der Tastatur. Ich habe so, zumindest ich habe Shortcuts an der Tastatur, wo ich Lieder vor- und zurückskippen kann und was sehr praktisch ist, weil ich dann nicht aus einem Spiel oder so raustappen muss. Und das kann ich jetzt mit der SoundCloud-App tun. Das Einzige, was mir bei Windows 10 noch fehlt, ist, dass ich die Lautstärke separat einstellen kann, weil zumindest entweder bin ich zu blöd oder es geht einfach nicht, dass man die Lautstärke separat im Lautstärke-Mixer von Universal Apps einstellt. Habe ich noch nicht herausgefunden. Egal. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die euch aber natürlich noch viel mehr interessiert an der SoundCloud-App, ist unser Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört. Unser Podcast ist nun seit einer Weile bereits auf SoundCloud verfügbar und wird dort gehostet und nicht mehr wie davor über drei Ecken. Was auch noch ein paar andere Änderungen mit sich bringt. Und zwar für alle, die unseren Podcast zuvor schon irgendwie via RSS-Feed abonniert haben oder halt eben in iTunes. Euch sei zu sagen, komma das, ihr jetzt den nochmal neu abonnieren müsst. Weil der alte existiert immer noch, der alte Feed, aber der neue heißt jetzt anders. Der ist nämlich jetzt Sick Enterprises und nicht mehr Seiko und Querz Block, weil das irgendwie komisch war. Und ja, darüber wird das Ganze jetzt distributiert, distributed, was heißt es auf Deutsch? Wie auch immer, verbreitet. Und Links dazu findet ihr in der Beschreibung, wie höchstwahrscheinlich ich bereits gesagt habe. Und dort könnt ihr das Ganze euch dann einsehen und vielleicht folgen und das Ganze. Wenn ihr, falls ihr, also alle Möglichkeiten stellen noch offen. Es ist jetzt wieder auf iTunes, ihr könnt es auf SoundCloud hören, ihr könnt es aber auch direkt von SoundCloud runterladen und auf irgendein Gerät spielen, je nachdem, wie ihr es halt bisher gemacht habt, insofern ihr es gemacht habt. Kann ich euch nur empfehlen, unser Podcast ist cool oder so. Naja. Kommt vielleicht auch jetzt bald wieder eine neue Episode, ist ja auch schon wieder etwas her. Dadurch, dass jetzt die E3 war, muss ich mal schauen, dass ich die Jungs irgendwie mobilisiere, das zu machen. Ja, mal sehen, vielleicht kommt da was bei rum. Ansonsten, wo wir gerade bei E3 sind, lohnt sich vielleicht auch noch anzusprechen, dürften jetzt auch noch zwei Videos oder ein Video kommen, ich weiß nicht genau, wie ihr es macht, vom Seiko, wo wir beide zusammen gelabert hatten. Und ich weiß nicht, wann Silas das hochlädt. Irgendwann. Vielleicht interessiert es euch, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, haben wir so ein bisschen geredet. Das wäre es dazu. Es gab noch was anderes, genau. Und zwar gibt es jetzt schlussendlich, also wo wir auch gerade wieder, oh, tolle Überleitungen hier, wo wir bei E3 sind. Letzte E3, also 2016, wurde nämlich was angekündigt von Microsoft, was es seitdem im Amiland oder Trumpland, wie es seit langem genannt wird, schon länger gibt. Ich spreche vom Xbox Design Lab und das Xbox Design Lab lässt euch einen Controller selbst anpassen, farblich, gestalten, wie auch immer. Und dann habt ihr einen selbst farblich gestalteten Controller. Aber jetzt kommt der Haken, das ging bisher immer nur in, wenn man in Amerika war und vielleicht auch in irgendwelchen anderen Staaten, keine Ahnung, aber ich kann es nur auf jeden Fall in Amerika und in Deutschland nicht. Aber wie ich heute herausfinden durfte, gibt es das seit neuem jetzt auch in Deutschland. Ich weiß noch nicht, wie lange, ich tippe mal seit der E3. Das wäre zumindest irgendwie ein Datum, das Sinn machen würde, Sinn ergeben würde, meine ich natürlich. Und ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe da auch schon ein bisschen rumdesignt, sieht man jetzt vielleicht ein paar eingeblendet. Und muss gerade momentan echt stark widerstehen, mir nicht einen zu kaufen, weil ich momentan eigentlich keinen weiteren Controller brauchen würde.
Aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde es wohl eh darauf hinauslaufen, dass ich mir spätestens bei meinem nächsten Gehalt einen holen werde. Und hier kommt auch schon der Haken. Es ist dreist teuer. 80 Euro zahlt man dafür. 80 Euro Grundpreis. Man kann nämlich auch noch Extras wählen, wie dass man so einen kleinen Grip hat und Metallic-Steuerkreuz und Metallic-Trigger. Und dann zahlt man bis zu 91 Euro. Und momentan kostenlos, aber theoretisch auch nochmal 10 Euro, wären dann noch die Gravur, falls man eine haben möchte, eine Lasergravur mit eurem Gamertag oder was auch immer ihr eingebt. Und dann sind wir bereits bei 100 Euro und das ist nicht mehr weit weg vom Elite-Controller. Also, teuer. Teuer, teuer. Aber natürlich hat man auch die coole Wahl zwischen richtig knalligen Farben und also mir gefällt es total. Naja, muss ich mal schauen. Passend dazu gibt es jetzt nämlich auch noch was Neues, was jetzt auch schlussendlich in Deutschland verfügbar ist, was vielleicht dem einen oder anderen auch was sagt, und das ist Microsoft Rewards und das oder Rewards, irgendwie so, ne, Englisch. Was im Deutschen heißt, so viel wie Belohnungen, Microsoft Belohnungen, und ist ein Programm von Microsoft, wenn ihr irgendwie auf Bing sucht oder irgendwie im Store was kauft, dann bekommt ihr Punkte und diese Punkte könnt ihr dann gegen irgendwelche Boni eintauschen. Unter anderem eben auch Windows oder Microsoft Store Credit und den könnt ihr eben auf der Xbox als auch auf der auf dem oder am vielmehr am PC verwenden oder am Laptop oder wo auch immer ihr halt Windows 10 drauf habt, ja? Oder den Windows Store oder Microsoft Store oder wie auch immer benutzt. Da könnt ihr das einlösen und irgendwie eintauschen gegen Shit und dann habt ihr Guthaben für Apps und Spiele und was weiß ich. Vielleicht interessiert es euch, muss man nicht viel tun, als irgendwie auf Bing am Tag was suchen oder so. Passiert hin und wieder. Dann ja, kriegt ihr Punkte und Geld und andere tolle Sachen. Vielleicht interessiert es irgendwen, ich lasse es mal irgendwie in der Beschreibung. Ansonsten glaube ich, war es das auch wieder von mir. Ich möchte das Video hier nicht unnötig noch viel länger in die Länge ziehen, als ich es eh schon getan habe. Länge, Länge, Länge. Und deswegen beende ich das Ganze. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Es ist sehr sonnig, weswegen ich ja auch gerade noch hier die tolle Beleuchtung benutzt habe von der Sonne, die im Zimmer hier jetzt strahlt. Also nicht die Sonne ist nicht im Zimmer, aber ne, rein. Und ich glaube, es ist alles überbelichtet, weil ich die Kamera nicht richtig eingestellt habe. Aber hey, ja, egal. Genießt das schöne Wetter, solange es noch da ist. Ich bin raus. Ich hätte jetzt gerne eine Fernbedienung, um das irgendwie auszuschalten. Damit müsst ihr jetzt nicht aufstehen.